Herzlich willkommen bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin. Heute wieder mit spannenden Infos und News aus der Welt des Wintersports. Zu Gast bei mir darf ich heute begrüßen Alex Hofstetter. Hallo. Servus, hallo. Sportjournalist bei der Kronenzeitung. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Was war denn dein Highlight vergangene Woche im Wintersport? Ich würde sagen, die Slaloms in Chamonix, die Herren Slaloms. Hat zwar nicht ganz für einen österreichischen Sieg gereicht, aber Marco Schwarz war ein extrem schwieriger Rennen. Eins bei Dauerregen, eins bei ganz schwierigen Pistenverhältnissen. Und der Marco hat mit seinen Plätzen 3 und 6 den Kurs auf die Kristallkugel gehalten und wird, so wie es ausschaut, quasi die erste Kugel nach der Ära Marcel Hirscher einfahren. Da hat er die Basis dafür gelegt. Ja. Definitiv, die WM steht ja auch an und über die werden wir später auch noch sprechen. Gerne. Ein weiteres Highlight dieses Wochenende war das Nordic Combined Triple in Seefeld. Und da hat sich erneut Jarl Magnus Rieber den Sieg geholt. Der Tiroler Johannes Lampater ist auf den ausgezeichneten 6. Gesamtrang gelandet. Und wir schauen uns jetzt die Highlights davon an. In einigen Tagen ist es endlich soweit, die WM in Cortina geht los. Auch mit dabei ist Ramona Siebenhofer und sie hat sich letztes Jahr auf der Tofana das Abfahrtsdouble geholt. Auch wenn es diese Saison noch nicht ganz nach Wunsch für die Steirerin läuft, trägt sie immer ein Lächeln auf den Lippen. Und das sehen wir jetzt auch in unserer Rubrik 10 Fragen an Ramona Siebenhofer. Ramona, was würdest du machen, wenn du nicht Skirennläuferin geworden wärst? Puh, schwierige Frage. Ich habe eigentlich keinen Plan B. ich denke irgendwas im sozialen Bereich mit Kindern. Laster von dir, gibt's welche? Ich isse oft gern ein bisschen zu Schokolade vielleicht. Und ich kann mich oft nicht ärgern. Also ich bin dann oft so gut und dann denke ich mir, ich suche mir schon immer das Positive aus, aber ich glaube, wenn man sich einmal so richtig ärgert, das schaut oft auch nicht. Wenn wieder alles normal ist, was ist der erste Ort, wo du hinfahren oder hingehen würdest? Ich denke, irgendwo, wo man gemütlich essen kann, wo man sich wieder mit Freunden treffen kann und einen schönen Abend verbringen kann, ohne das Gesicht verhüllen zu müssen und wo man mal gemütlich ein, zwei Achterl trinken kann und dann vielleicht ein bisschen tanzen gehen. Das vermisse ich schon ein bisschen. Und wo sieht man dich da tanzen? Ja, also was mir schon ein bisschen gefällt hat im Sommer, es war kein einziges Zeltfest. Also ich bin schon eher so die Gemütliche. Ich bin jetzt nicht wer, den man in der Disco findet, irgendwo bei ganz wilden Elektro-Sachen, sondern ich bin schon eher so die Gemütliche, die was halt dann im Bierzelt einmal in Tanzboden stürmt. Und auf das freue ich mich schon, wenn der Sommer 2021 wieder halbwegs normal ist, wo man wieder auf ein gemütliches Festival gehen kann. Wie schaut dein Tag aus, wenn du mal frei hast? Ausschlafen, ganz gemütlich frühstücken. Also da sitze ich dann oft 2-3 Stunden bei der Zeitung. Dann gehe ich eine Runde mit meinem Hund spazieren und dann taugt es mir auch, wenn wir so viel unterwegs sind, dass ich wieder mal selber kochen kann und selber ein gutes Menü am Tisch zaubern kann. Wer ist deine Lieblingsskifahrerin? Ja, ich muss heuer sagen, Hut ab von der Michelle Gysin. Also die ist richtig gut in Form und die Michelle ist auch immer eine, die was freundlich grüßt, die was sich mitgefreut, die was auch, wenn es nicht so läuft, herkommt und sagt, hey, morgen ist ein neuer Tag. Und Hut ab in alle Disziplinen, viel dabei heuer. Dinner-Date mit 3 Personen deiner Wahl, wen würdest du einladen? Ja, ich denke, es gibt schon ganz interessante Persönlichkeiten.
Der Alexis Pintero ist heuer sehr stark in Form, den darf ich schon einmal fragen, wie er das so macht. Dann darf ich mich freuen, wenn ich die Anna wieder mal sehe und darf mit der ein bisschen schätzen. Und eventuell, ja, doch auch, ja, so wie ein Axel im Swindl, das ist schon eine große Sportpersönlichkeit, ein großer Skifahrer gewesen und der hat sicher viel zum Erzählen und Weitergehen. Worin bist du absolut nicht gut? Im Nähen und Handarbeiten. Also ich bin in der ersten Hauptschule noch im Textilwerken gewesen und habe dann gleich Richtung technisch gewechselt. Weil das ist was, was mir überhaupt nicht liegt, was ich nicht kann und wo ich immer noch, wenn nur so ein Pickerl irgendwo zu aufhinein ist, da muss ich schon die Oma anrufen, dass sie mir das macht. Wenn du heute mit der 12-jährigen Ramona sprechen könntest, was würdest du dir sagen? Dass man an den Träumen festhalten muss, dass man ja, sie nicht immer, dass ich sie nicht immer das sagen lassen oder nicht immer alles glauben soll, was die anderen Leute sagen, auch wenn sie es gut meinen, sondern dass sie das durchzieht, was sie selber gern möchte. Und was ist der beste Rat für alle Hundebesitzer? Viel Geduld, viel Konsequenz. Ja. Und dann ja, einfach ja, den Hund als Wesen sehen und nicht als Hund. Also unser Hund ist, oder mein Hund ist ja wie ein Mensch eigentlich. Also mit dem kann ich schon mich fast unterhalten. Danke Ramona, dass du für uns Zeit genommen hast. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Wenn man so gute Erinnerungen wie Ramona Siebenhofer an Cortina hat, kann man dann diese guten Leistungen auch wieder abrufen, obwohl die Saison im Moment nicht so gut läuft. Definitiv, das ist ein Phänomen, das durchaus weit verbreitet ist, dass Athletinnen und Athleten auf Pisten und in Orte zurückkehren, wo dann dieser berühmte Knopf aufgeht. Und das hoffe ich und traue ich ihr auch allemal wieder zu. Ja. Die Verletzungsliste bei unseren Damen ist leider relativ lang, um nur ein paar Namen zu nennen, Schmidhofer, Ortlieb, Schild. Es fehlen uns also ziemlich gute Kandidatinnen. Was erwartest du dir trotz dieser Ausfälle bei den Damen? Die Mädels haben schon oft bewiesen, dass sie in schwierigen Situationen bei Großereignissen da sein können. Das war schon oft so, dass man quasi die Damen, denen wenig zugetraut hat vor Großereignissen, eben auch aus Verletzungsgründen oder Formgründen oder was ich. Und es war dann immer wieder so, dass sie überrascht haben. Und das traue ich ihnen zu. Wir brauchen uns nur überlegen, Frau Liensberger kann da mindestens 2 Medaillen holen. Im Speed-Bereich glaube ich auch, dass wir 1 bis 2 holen, auch wenn es schwierig wird. Und da tun uns natürlich die Ausfälle am meisten weh. Mit der Nina Ortlieb und mit der Niki Schmidhofer. Und also ich glaube, dass das von unseren Mädels mit 3 bis 4 Medaillen zu rechnen ist. 3 bis 4 Medaillen. Mhm. Sind die bei Tamara Tippler und Katharina Liensberger zu finden? Größtenteils, würde ich sagen. Ja. Wir können die Frau Siebenhofer natürlich auch mit ins Boot nehmen, weil das eben ihr Berg ist. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, ob die das große Comeback dort feiert. Wir haben jetzt gerade über Verletzungen gesprochen. Es war ja am vergangenen Wochenende auch ziemlich tragisch, was Sofia Gocha passiert ist. Sie war ja eigentlich die größte Hoffnung für das Gastgeberland bei der WM. Ja. Wie weh muss das tun? Ich habe mir einige Interviews von ihr angeschaut oder durchgelesen, was sie auch auf Social Media gepostet hat. Und mir hat das Herz geblutet. Das muss schon ziemlich schlimm sein für Italien. Ja, also ich habe auch mit ein paar Kollegen aus Italien gesprochen. Das ist natürlich, denen blutet allen das Herz. Also das gerade vor der und vor allem, wie es dazu gekommen ist, ist natürlich ein größeres Pech und dümmer kann es eigentlich nicht laufen. Magst du noch mal kurz erzählen, was da passiert ist? Sie ist in Wahrheit wie ein Tourist quasi gefahren, hat Ski geschultert gehabt, war vielleicht dem Tiefschnee und der Sicht ein bisschen zu schnell unterwegs, war vielleicht eine Sekunde unkonzentriert und ist quasi bei einem normalen Touristenschwung dann ist es passiert und also wie gesagt, ärgerlicher geht es nicht. Und man kann nur hoffen, dass sie den Ärger irgendwann wegsteckt. Aber wie gesagt, eine Heim-WM wird halt so schnell leider nicht wiederkommen. Nicht wiederkommen, aber positiv für unsere Damen zumindest. Du sagst, da gibt es einige Damen, die Medaillen holen könnten zumindest. Ja, also ich glaube auch, dass die Truppe vom Cheftrainer Mitter
auf den Punkt liefern wird. Das glaube ich schon. Ich bin gespannt, wie die ersten Tage verlaufen. Die werden gleich richtungsweisend sein. Da geht es ja voll zur Sache mit Kombi-Damen, dann Super-G-Tag, wo beide Super-Gs sind, dann Kombi-Herren. Das heißt, wir haben in 3 Tagen 4 Medaillenentscheidungen. Und wäre natürlich ideal, wenn wir da halbwegs passabel reinstarten. Ja. Wir drücken ebenfalls die Daumen und schauen jetzt zu einer weiteren Medaillenhoffnung von den Damen zu den Herren, zu Manuel Feller und was er zu den WM-Hängen in Cortina, zum starken Slalom-Team und zu seinen Medaillenambitionen sagt. Das schauen wir uns jetzt im Steilhang-Talk mit Manuel Feller an. Die Hänge kenne ich nicht, nur von Erzählungen. Also der Slalom-Hang sollte schon ein bisschen bergab gehen mit ein paar Übergängen. Und der Riesendollerfang, soweit ich weiß, geht auf der Damenabfahrt, von dem her eher auf der flachen Seite. Aber sicher WM-würdige Hänge und ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, dass jeder voneinander profitiert hat. Und das versuchen wir jetzt auch zur WM mitzunehmen, dass wir uns bei der WM auch gegenseitig pushen. Und da der eine oder andere dann natürlich das Ziel ist, Medaillen mit heimzunehmen. Und ich glaube, dass unsere Gruppe da schon auch zu den Favoriten gehört. Aber WM hat immer eigene Gesetze, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Naja, also ich habe ja nur eine Farbe daheim und von dem her, von der Vergangenheit kann man sich nicht wirklich was kaufen. Es ist natürlich cool, dass man sowas hat und es ist natürlich eine große Ehre, dass man sowas daheim hat. Aber schlussendlich geht es ums nächste Rennen und ich will natürlich auch zeigen, was ich kann. Und von dem her ist natürlich eine Medaille das Ziel, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn Manuel Feller durchkommt, dann gehört er auf jeden Fall zu den Favoriten bei der WM. Er sagt ja auch, er hat das Ziel, Medaillen zu holen. Was kann Österreich von Manuel Feller erwarten? Alles, wie immer bei Manuel Feller, von A bis Z ist da das ganze Programm drinnen. Wobei, er ist ja der neue Manu. Seit diesem Sommer hat er ein neues Umfeld im Physiobereich, hat die Rückenschmerzen dadurch in den Griff bekommen. Ist jetzt auch als Papa ein bisschen weniger impulsiv, mehr fokussiert offenbar auf die Sache. Das ist bei Männern oft gut, wenn es Papa werden. Offenbar, ja. Er ist ein Musterbeispiel dafür. Allerdings war es die letzten Wochen so, dass er dann doch wieder ein bisschen in alte Muster, im Slalomsport geht das ja sehr schnell, da geht es um Millimeter und du fädelst ein. Er ist jetzt zweimal ausgeschieden, wird einen Manuel Feller aber nicht aus der Bahn werfen. Feller ist eigentlich wie geschaffen für eine WM, weil da geht es in Wahrheit nur um die Top 3. Top oder Flop, und er ist der das am meisten verkörpert von allen. Also der geht all in, wie man so schön sagt. Und wenn es ihm aufgeht, steht er am Stockerl, wenn nicht, steht er neben der Piste. Bevor wir über die anderen Fahrer sprechen, erwähnt Manuel Feller ja auch im Interview, dass dieser Teamgeist irgendwo auch wichtig ist, obwohl es ein Einzelsport ist. Würdest du sagen, dass Teamgeist in so einem Einzelsport überhaupt möglich ist? Gönnt man den anderen Teammitgliedern den Sieg? Es kommt darauf an. Im Fall des aktuellen Slalom-Teams ist das nicht gespielt. Also die haben wirklich, also mit Marco Pfeiffer, der jetzt seit 8 Jahren Slalom-Cheftrainer ist, der hat dasselbe Phänomen schon davor in Schweden zusammengebracht, dass er wirklich eine Truppe geformt hat. Und das sieht sie auch auf den Bildern, dass sie sich dann gegenseitig gratulieren. Genau, und das ist wirklich, also auch zum Beispiel, wie der Adrian Bertl letzte Woche Vierter geworden ist in Chamonix, ist der Blecke Schwarz sofort hin, hat ihm herzlichst gratuliert. Die sind schon, auch Michi Matt ist zwar eher ein ruhigerer, aber der fühlt sich auch in dieser Truppe sehr wohl, Manu Feller. Auch, also das ist nicht gespielt, in dem Fall ist es ein wirklich guter Teamgeist, und der Blecke Schwarz hat auch verraten, dass sie sich gegenseitig unterstützen bei der Materialsuche, beim Schwung, bei Training etc. Und das pusht sie gemeinsam eigentlich nach oben, und das sieht man. Und jetzt die wichtige Frage, was erwartest du bei den Männern, wenn es jetzt auf Cortina zukommt, das Ganze? Riesentorlauf ist ja so die einzige Disziplin, wo wir ein bisschen hinterherhinken bei den Damen und den Herren. Sonst schaut es ganz gut aus, oder? Definitiv. Also du hast das sehr gut zusammengefasst. In Wahrheit hast du, wenn wir bei den Herren bleiben, im Speed-Bereich die zwei Banken, den Matthias Mayer und den Vincent Griechmeier, die natürlich in jedem Rennen um einen Sieg mitfahren können und werden.
Und dann im Speed-Bereich hast du dahinter so Kandidaten wie Ottmar Striedinger und Hannes Reichelt. Wird man sehen, was er an diesem Wochenende noch in Garmisch liefert, oder den Christian Walder. Das sind so die Dark Horse dahinter. Und bei den Techniker haben wir im Slalom natürlich sehr breit aufgestellt. Kombi, schauen wir, ob der Blacky Schwarz uns da rausreißen wird. Und Riesentorlauf brauchen wir in Wahrheit ein kleines Skiwunder. Ein kleines Skiwunder, aber in den anderen Disziplinen schaut es ganz gut aus. Adrian Pertl, hast du vorher schon erwähnt, hat ja auch aufgezeigt, auch jetzt in Chamonix. Genau. Das war der Ort, wo er vergangenes Jahr seine erste Weltcup-Podestplatzierung gefeiert hat. Und im vergangenen Sommer, da haben wir den 24-Jährigen bei ihm zu Hause besucht. Ich bin 24, komme aus Reichenau in Kärnten und bin heuer das erste Mal im Weltcup aufs Podium gefahren. Es hat sich schon ein bisschen was geändert, sage ich mal. Man ist medial auch mehr präsenter, würde ich jetzt mal sagen, als wieder vor. Und es ist relativ schnell gegangen jetzt die Saison. Also das erste Mal im Weltcup ein Top-10-Ergebnis gefahren in Kitzbühel beim Heimrennen und dann gleich ein bisschen drauf in Chamonix mein erstes Weltcup-Podium gefahren und ja, war sicher ein absolutes Highlight von meiner Saison. Gewaltiges Gefühl. Ja, Skifahren bedeutet eigentlich für mich alles, weil es in meinem Leben dreht sich eigentlich alles ums im Skifahren. Auch im Sommer wird trainiert für die Saison. Ich bin gerne auf dem Radl unterwegs. Bei uns in der Gegend, da haben wir in den Ockbergen, gibt es sehr, sehr coole Radlwege. Mit der Trail bin ich auch hin und wieder unterwegs und eben von allen ein bisschen was. Das ist, glaube ich, echt eine lässige Sache, wo man eben sein Hobby, was man von klein auf ausübt, dass man das zu seinem Beruf machen kann. Und das, glaube ich, kann auch nicht jeder. Und von dem her bin ich sehr froh, dass bei mir das so jetzt aufgegangen ist. Auf weitere Sicht ist von jedem natürlich eine Weltcup-Siege, Kristallkugel und Olympiamedaillen. Also das sind sicher die großen Ziele, die wo ich mir auch setze. Aber ich möchte jetzt auch nichts überstürzen, weil es jetzt doch meine erste Saison war. Deswegen möchte ich einfach da weitermachen, wo ich jetzt aufgehört habe. Für unsere Skispringerinnen steht am kommenden Wochenende Hinzenbach am Programm. Was unsere ÖSV-Adlerinnen zum Heimweltcup sagen, das sehen Sie jetzt. Hinzenbach ist für mich immer ein Ort, wo ich gerne hinkomme. Ich denke da zurück an meinen Doppelsieg und ja, mit den Fans, es war einfach echt so schön. Hinzenbach ist für mich ein brutal geiler Heimweltcup. Heimweltcup, das ist für mich ganz ein besonderer Ort. Hinzenbach ist für mich von der Stimmung her ganz cool, aber die Chance nicht so meine. Hinzenbach ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich es noch nie in den Hauptbewerb geschafft habe, aber dieses Jahr möchte ich voll angreifen und in den Hauptbewerb kommen. Auch wenn sie sagt, Hinzenbach ist nicht unbedingt ihre Schanze,
Diese junge Salzburgerin überstrahlt im Moment alles. Sarah Marita Kramer hat am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt 2 Weltcupsiege in Folge gefeiert. Und wir wollen die junge Salzburgerin jetzt in unserer Rubrik One Star, One Minute vorstellen. Ich bin die Sarah Marita Kramer, 18 Jahre alt, gebürtige Niederländerin und wohne in Mariholm. Ich bin zum Skispringen gekommen in der Volksschule. Da haben wir mit Alpinskisern einen Sprungbewerb gehabt und ja, da habe ich teilgenommen. Ich möchte die beste Skispringerin werden, weil ich da täglich hart dafür trainiere und ja, das ist halt mein Ziel. Emotional bin ich, wenn ich etwas erreiche, wofür ich hart trainiert habe, und noch cooler ist, wenn dann mein Umfeld auch noch dabei ist. Das emotionalste Skisprungerlebnis war in Oberwiesenthal. Die Junioren-WM, da war die Familie dabei, Freunde aus Holland waren auch da. Und da habe ich dann trotzdem die Goldmedaille gemacht, obwohl ich mir selber ziemlich viel Druck gemacht habe. Also das war echt ein mega Erlebnis. Meine Ziele für die kommende Saison sind, dass ich einfach gut hupfe und meine Arbeit bringe. Und die Saison-Highlight wird sicher Oberstdorf werden. Ja! Unsere Damen bringen im Skispringen jetzt schon seit einigen Jahren ziemlich herausragende Leistungen. Und gerade für mich als Frau ist das sehr, sehr interessant, weil das ja eigentlich eine Männerdomäne ist, das Skispringen. Wird jetzt aber irgendwie auch immer interessanter bei den Frauen zu sehen. Was sagst du zu dieser positiven Entwicklung, wenn es gerade ums Frauenskispringen geht? Absolut eindrucksvoll, was da die letzten Jahre im österreichischen Damenteam aufgebaut worden ist. Man merkt, dass die Zuschauer das auch tolerieren und nicht nur tolerieren, sondern dass sie Freude haben, auch nicht nur Männer Skispringen, sondern Damen Skispringen zu schauen. Das sieht man an den Einschaltquoten. Wie gesagt, absolut, mir gefällt Frauenfußball und mir gefällt auch Damen-Skispringen mittlerweile sehr gut. Es ist ja generell interessant, gerade, ich habe es eh vorher erwähnt, für mich als Frau immer wieder zu sehen, wie diese Sportarten einfach mehr Aufschwung bekommen. Ich finde das auch total positiv und gut. Glaubst du, dass sich da in Zukunft auch weiterhin etwas ändern wird bzw. positiv entwickeln wird? Wenn wir beim Skispringen bleiben, ganz sicher. Also solange die Österreicher solche Erfolge feiern, kann das in eine Richtung gehen, eben wie bei Damen-Skifahren, Herren-Skifahren, dass einfach das dann mittlerweile normal ist, dass da die Damen springen und dort die Herren springen, wie es halt beim Skifahren auch ist. Also ich glaube, dass die Mädels da echt am besten Weg sind, sich da auch in der Öffentlichkeit zurecht festzusetzen. Und Sarah Marita Kramer hat jetzt 3 Siege bei 4 Einzelspringen in dieser Saison geholt, also sie holt ein bisschen das raus, was die Männer gerade nicht machen im Skispringen. Kann man das mit einem Augenzwinkern sagen? Diese Spielchen gehören natürlich auch immer dazu. Das ist bei den Alpinen so und das ist auch bei den Skispringerinnen so. Und das ist durchaus in Ordnung, wenn man da sich ein bisschen hänselt, geschlechterübergreifend. Darf man überall, gehört auch dazu im Leben, ist, oder? Ja, natürlich. Letztes Jahr hat Chiara Hölzl gleich 2-mal vom obersten Podest gestrahlt in Hinsenbach. Und davon haben wir ein paar Bilder mitgebracht. Das war es nämlich für heute auch schon wieder mit Steilhang. Schön, dass du heute mit dabei warst, Alex. Sehr gerne. Danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Und auch an Sie, meine Damen und Herren, danke, dass Sie mit dabei waren. Und bis zum nächsten Mal bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin.